Mit dem Instrumente-Zuordnungsspiel lernen die Kinder den Klang verschiedener Musikinstrumente kennen. Die Lösung dieses Rätsels ist im Handbuch auf Seite 13 zu finden. Die Bilder der Instrumente, die Bezeichnungskärtchen und die Kärtchen mit den Telimero-Stickern werden getrennt aufgelegt. Nun ordnen die Kinder zunächst die Bezeichnungskarten den Instrumenten zu. Hier kann auch über die Instrumentengruppen gesprochen werden. Handelt es sich zum Beispiel um ein Streichinstrument, ein Blasinstrument oder ein Schlaginstrument? Dann werden die Stickerkärtchen mit dem Telimero angetippt und die Kinder ordnen die Klänge den Instrumenten zu. Wenn alle Stickerkärtchen bei einem Instrumentenfoto liegen, wird das Ergebnis überprüft. Zum Abschluss kann noch einmal darüber gesprochen werden, was die Klänge der Instrumentengruppen gemeinsam haben, welche eindeutig erkennbar sind und welche man eventuell verwechseln kann.